So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommer dabei. Servus! Und wir gucken uns heute an Mono Red Thopter gegen Grün-Weiß mit einem minimalen Schwarz-Splash. Dabs. Genau. Heißt, kleine fliegende Viecher gegen ein fettes fliegendes Vieh. Ja, erfahrungsgemäß ist die Retro für der Fundry der Wahnsinn. Oh ja, Infinite Blocker. Genau. Das ist wirklich der Wahnsinn dagegen. Und hier haben wir ja schon. Oh. Und da kommt die auch schon. Okay. Ach, das ist der Goblin. Der Goblin Welder plus ein Ornithopter plus eine Retrofeder Foundry plus ein Mox, der man macht. Wow. Das ist so ziemlich die Starthand, die man haben will, glaube ich. Das heißt, du kannst jetzt jede Runde einen Topter sacken, kannst den cyclen. Musst ein neues Artefakt legen. Ja, oder erschaffst eins. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist hart. Ja, auf der anderen Seite kann GW-Debs halt auch sehr, sehr schnell was machen. Und auch sehr, sehr schnell tödlich sein. Ja, so eine Narret-Lage kann dich halt mal schnell umbringen, wenn du gerade keinen Flieger bauen kannst. Ja, wir werden gerade Token durchsucht. Wie groß ist die Chance, bei GW-Debs Turn 1 Token zu legen? Nicht so hoch tatsächlich, aber sie ist machbar. Also sie ist da, aber sie ist nicht hoch. Ja. Hier haben wir einen Mox, der ein Land abwirft, Mox Diamond für Tappen für wahrscheinlich ein grünes. Ne, für ein weißes, Prismatic Ending. Smart. Ja, davor machst du mir mal ein 4-4. Genau. Ja gut, wichtig ist halt jetzt, es wird exiled. Und noch konnte man das machen. Nächste Runde hätte man es schon wieder nicht machen können, weil dann hätte man die Retro Feather Foundry eigentlich gegen einen Topter einfach ausgetauscht. Dann wäre die exiled worden. Ja, dann Engine Doom auf der Hand. Toppen. Mana für den. Nicht schlecht. Da. Denn keine Handkarten mehr. Hat noch eine Breyer's Apprentice. Das ist ein krasser Start. Heilige. Das ist echt gut. Auf 4. Wird enttappt. Und jetzt dann go. Ist halt die Frage, ob man aus dem... Also GW-Debs ja ein bisschen kontrolllastig jetzt hier. Oder kann man halt schon mal machen. Also gerade die Midrange-Schiene ist halt gegen das Red Topped auf jeden Fall gut mit dem kleinen Elfen, der zum 3-4er wird. Und natürlich... Knight, ja, wenn die Knight halt größer werden halt, können als 4-4er und der ganze Quatsch den Mono-Red Top darstellen kann. Ja, das ist ja das Schöne an GW-Debs, du musst nicht mit Marit Lage töten, du kannst auch einfach mal Knight into Win machen. Genau, Savannah und den Green Sun Zenith. Green Sun Zenith wird jetzt wahrscheinlich den Reclaimer holen. Ja, ziemlich sicher. Denke auch. Ja, da ist der Reclaimer. Du weißt ja gar nicht, haben die sonst ein X gleich 1 Tage drin? Einige. Ein paar One-Offs, den Typen, der Länder opfert, um Shroud zu geben, Dryad Arbor, noch ein paar andere, also es geht schon. Der Typ für Länder opfern kostet doch 2. Nee, einmal. Ah, nee, das war der andere, der mit Flash reinkommt, der ein Land ändert. Bounced, genau. So. Ja, da wurde eine Karte gezogen mit dem Trick, dass man Ornithopter gegen die Genie Star ausgetauscht hat. Jo. Das ganz nett. Ja, jetzt kann man halt Breyer gegen den Star die ganze Zeit hin und her machen. Das heißt, man generiert die ganze Zeit Topter. Ein Topter und ein Ding. Das ist schon ganz gut. Der Elf ist immer noch 1-2. Das heißt, der macht noch nicht so viel. Nein. Jetzt die Frage, was der macht. Er wird den da enttappen. Der Rest wird genommen, 3 Damage. Was hat man da noch auf der Hand? Noch ein Ornithopter und ein Blast. Ja, der muss weg. Ein Mana, 2 Schaden oder 4 Schaden. Hier in dem Fall schon 4 Schaden, aber der muss weg. Kann die Gegner nicht damit enttappen lassen. Das ist nee, da baut er sich Mautlage zu schnell. Ja. Das juggelt so. Man Ornithopter gegen Chromatic Star. Benutzt ihn auch schon, um eine Karte zu ziehen. Hat aber nur ein Land gezogen. Schade. Aber die Idee war auf jeden Fall da. Geht jetzt ein bisschen langsam voran. So nah. Ja, das ist halt das Mace. Das Mace hat jetzt schon 8 Schaden verhindert. Ja, ich würde mal sagen, das Mace ist der Game Winner, wenn das hier noch für Debs ausgeht. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich strong. Muss man jetzt schauen, was jetzt halt von der Top kommt. Früher oder später. Auf jeden Fall noch ein Duel bei Debs auf der Hand, eine Library und ein Bob. Library und Bob. Achso, das ist der besagte Schwarzblech. Genau, der besagte Schwarzblech ist Bob Mainboard und Library und Bob, beste Freunde. Ja, die sind ganz gut.
Und die Black Engineers im Sideboard, die natürlich auch ziemlich gut in den Matchups sind. Hm, logisch, setzt du auf. Ah. Das ist Retro für der Foundry. Das ist. Macht das Ganze natürlich jetzt ein bisschen krasser. Da geht man jetzt, glaube ich, auch direkt dafür, ne? Ein Mana nimmt sich einen Star. Opfert den für den Star. Heißt, man zieht eine Karte und exiliert die oberste Karte und kann die dann spielen, diese Runde, bis zum Ende nächster Runde. Das heißt, man hat den Star wieder gespielt. Und noch ein Petal. Hat einfach ein bisschen durchgecycelt. Weil das ist ja das Krasse dabei. Das Deck kann ja auch hart durchcyceln. Genau, Beat für ein. Ja, es exilt dann halt die obersten Karten der Prayer's Apprentice, ne? Ja, genau. Das ist halt echt gut. Es wäre viel besser, wenn er dabei nicht tappen müsste. Ja, gut, dann wäre dein Haupt-Sec-Outlet das schon ziemlich krass. Bob und Library. Hat er Library-Trigger vergessen? Ja. Ha! Ja. Da kommt 4-4er. Ja, man kann sich jetzt noch Mace. Nächste Runde kann man sich ein Mace kopieren. Mhm. Dann hat man aber auf jeden Fall schon 8 gefressen. Ja, das ist schon. Das tut schon weh. Ist die Frage, was man macht. Knapp. Jetzt tauscht man Top dagegen Star, zieht eine Karte. Da ist ein Hope of. Shadow Spear war das. Shadow Spear ist das. Shadow Spear. Yes. So, und jetzt wird das richtig eklig, weil jetzt muss man den raus. Ja, und der Einser kann auch mit. Und theoretisch kann auch die Brayer's Apprentice mit. Was soll der Geiz? Also, wenn er Brayer dagegen töten kann, voll nett. Block den. Nimm den aus dem Kampf. Ja. 3 Damage. 3. Library Trigger. Ja, jetzt kam er. Und Lightning Bolt auf der Hand vom Monored Top-Spieler. Mhm. Ha. Also das macht schon Druck. Also das muss man halt echt sagen, dass das Top-Deck macht echt gerade sehr, sehr starken Druck. Mhm. Und ist da eine Nettlesis drin? Nee. Brauchst du nicht. Man hat ja Ursachsagas. Aber wenn Ursachsagas nicht mehr lange da sein sollte, nimmt man, glaube ich, eine Nettlesis einfach rein. Ja, muss man halt den Beatdown planen. Weil, ja, genau. Okay, schiebt auch schon. Ja. Weil man sieht halt, dass da so viele Artefakte auf dem Board sind. Yes. Da macht so ein 1-1er oder so ein 0-2er auf einmal richtig Spaß. Ja, ja, genau. Vor allem, weil er fliegen kann. Ja, Invasion Move. Ja. Also ich finde es halt krass, wie viel Tiefe dieses Deck dann auf einmal auch haben kann. Wenn man sich das jetzt mal überlegt und gesehen hat, wie viele Karten das Deck gezogen hat, und exiliert hat und noch gespielt hat, obwohl es Turn 2 die Hand leer hatte. Ja. Das ist schon... Da kam noch eine Menge nach. Das ist dann halt der schöne Parsis an den Brayer's Apprentice. Mhm. Ja, Boarding. Man kann Depths können Force of Vigor boarden. Ja, Force of Vigor, den Dude, den, wie heißt der? Collector-Oof. Collector-Oof ist ein, wie heißt nochmal der Knight? Knight of the Reliquary? Nee. Doch. Mit dem Knight of Reliquary ist der normale Knight von Maverick. Das stimmt, Knight of Autumn. Genau, nee, den spielst du glaube ich nicht. Kann man aber glaube ich auch im Sideboard spielen. Also da kann eine ganze Menge Artefakt-Hass bei rumkommen. Topter wird dementsprechend wahrscheinlich Upgrades geboardet haben. Ja. Und das war's wahrscheinlich. Ja. Weil mehr ist im Sideboard nicht drin dagegen. Bisschen mehr Kreaturen-Removal. Kein Wear and Tear drin? Nicht Wear and Tear, Dead and Gone? Nee, Dead and Gone ist nicht drin. Weil sieht man halt auch immer in den anderen roten Listen oder mono-roten Listen und auch immer gerade gegen Maratlage. Ja, aber Maratlage ist ja nicht das Problem. Dadurch, dass man ja wirklich mit 0-0 Fliegern, die farblos sind, umherwirft, ist das schon ziemlich gut. Die Steppe macht dann halt gar nichts. Richtig, richtig. Fetch, Land, Green Sunsinet, Rideauer. Was macht man sonst mit so einem aggressiven Fetch? Reclaimer. Oh ja, ein Reclaimer, natürlich. Ist das, ich wollte gerade sagen, spielt das Deck Exploration, aber ich glaube, wäre dann zu sehr in Lands richtig. Ja, wobei es gibt ja auch grün-weiß Lands mittlerweile, aber das unterscheidet sich schon. Ja, Goblin, Wilder, Petal. Boah. Ist das nur Ursachsaga? Jetzt. Yes. Und ein Bolt und Retro Foundry. Ist gut. Das ist echt nicht schlecht. Ja, sonst
Der Gegner wird wahrscheinlich jetzt auf eine Fast-Combo versuchen zu gehen. Weil ich glaube, so diesen Midrange-Plan kannst du gegen Top da wirklich nur fahren, wenn du wirklich in diesen Knight-Standstill reingehst. Und dann kannst du natürlich hart gewinnen. Ja, wenn du die Kreaturen halt totblocken kannst, tatsächlich, anstatt die zu mazen, weil ansonsten hast du halt irgendwann zu viele. Ja. So ein Shenanigans wie Chasm ist da auch gar nicht drin. Ne? Nee. Chasm ist nicht drin. So. Fetch, wenn er jetzt natürlich schwarz geht, gut, klar. Keine Wastelands in einem anderen Deck. Kann sich das Deck auch nicht leisten, das sieht man an der Mana-Basis. Ja. Das stimmt. Ja, ist noch eine Frage. Was kann jetzt kommen? Abrupt Decay, wenn man es hat. Da kommt ein. Und noch ein Ding. Uff. Das sind 4 Mana. Crop Rotation ist online. Eine Uff. War das eine Uff? Das war ein Collector-Uff. Uff. Beat for All. Für ein. Dann sollte man auf jeden Fall. Oh, tradet man das? Tradet man das? Die Frage, die Hand saugt. Ich würde den einfach nehmen. Ja. Das ist ein. Oh, das ist der Typ, der opfert, um Shroud zu geben. Lieber. Schön. Ätzend. Ja, vor allen Dingen, jetzt hast du zwar ein Bolt auf der Hand. Ja. Aber brauchst im Endeffekt 2 Minimum. Nee, eher 3. Dried Arbor kann man ja auch noch opfern. Naja. Um den Uff wegzukriegen. Uff. Angriff. Okay, du kannst jetzt halt auch auf die Artefaktkonstrukte gehen. Korrigiere. Das wird knapp. Das sind 3 das sind 5-5er Neid. Mhm. Das ist ein bisschen widerlich. Da ist eine Hope auf Virtugasu, Virgasi. Girapur ist, glaube ich. Was? Hope of Girapur. Ach, sagt dir der Ein-Mana-Topter. Der Ein-Mana-Topter Legendary, der dafür sorgen kann, dass der Gegner keine Instant oder Sorcery spielt, bis du mal wieder dran ist. Womit ich gegen einen Doomsday-Spieler die ganze Zeit den geloopt habe mit dem Goblin Welder und der einfach nie sein Doomsday resolven konnte, weil das Sorcery ist. Ja, stimmt, du musst den ja opfern. Richtig, und ich habe ihn 19 Runden lang kaputtgeschlagen, weil ich auch nichts mehr wirklich gecastet habe, außer Artefakte. Und Artefakte wegkommt, dann ist halt dämlich, weil dann spielt man Artefakte. Ich hau dich mit dem Topter, ich opfer den, ich gehe in meinen Zug. Nee, Gegnerzug, tap, tausche aus, geh in meinen Zug, hab wieder mit Eile Beat. Also nicht mit Eile, aber kannst du ja. Da kommt ein Dried Orb Angriff. Den würde ich. Okay. Weil wenn der Dried aber jetzt angreift, würde ich auf jeden Fall blocken. Es ist eine Shroud-Sache, die du wegnehmen kannst. Hm. Dann hat er nur noch 2 Shroud. Hm. Ah ja, stimmt. Der Collector sitzt ja auch den Mox Diamond außer gefecht. Ja, das ist der Grund, warum der andersrum gedreht ist. Halt ein bisschen das Ärgerliche aktuell vom Mana. Hm. Aber ansonsten sieht das doch relativ stabil aus, weil, wenn ich das hier richtig sehe, hat er echt nicht mehr lange bis zum Mordlage. Ja. Da wird ein grünes ins Pool getappt und ein Land weggesackt. Geht man jetzt schon auf die Combo? Ja. Oder? Wasteland, ja. Ja, um die Urza Saga wegzukriegen. Ne? Mhm. Wobei, das Artefakt, was du raussuchen kannst, eine Piffing Needle, ja. Piffing Needle ist sehr ärgerlich, aber auch andere Artefakte ist ärgerlich. Aber ich glaube, hierbei geht es mehr um die Konstrukte. Ja. Die Konstrukte können halt gigantisch sein. Ach du Scheiße. Apropos gigantisch, das Board wird allmählich auch gigantisch. Mm. Jetzt hört man auf die Aktivierung Wasteland dann. Ja. Bam. Dann hat der Gegner einen 4-4er, die geht ins Grave. Hat es bei dem verloren. Die hat man, glaube ich, nicht eingetragen. Ich meine schon. Da sind auf jeden Fall jetzt 2 Bolts auf der Hand, beziehungsweise Bolt und Deng. Jetzt kann man natürlich versuchen, dem Gegner einfach seine ganzen Länder aus dem Arsch zu leihen. Arsch zu leihen, genau. Ja. Puh. Ja, oder man geht halt einfach mal rein. Hat jetzt dann natürlich keinen richtig guten Blocker mehr. Nee.
Ist die Frage, ob man damit bewirken will, weil das, okay, sind 5-5er, ne? Ich glaube, hier versucht man jetzt zu überlegen, okay, man hat jetzt theoretisch 7 Damage auf der Hand. Oh ja. Das darf man nicht vergessen, dass diese Balls ja auch. Hat man jetzt 2 Länder gerade gespielt? Nee. Doch. Das Tomb-Block gerade eben schon. Da ist gerade ein 2. Tomb oben drauf gelegt worden. Ja, ja. Und da lag nur 1 Tomb. Ich glaube, da wurden gerade 2 Länder gespielt. Das ist jetzt natürlich auch uncool mit dem Dark Doof. Ja, vor allem, weil man jetzt dann halt auch einfach easy in Combo gehen kann. Gut, wenn man in Combo geht, hat man keine Länder mehr, die man opfern kann für. Ja, das stimmt, aber dann ist es, glaube ich, auch schon fast egal, weil Flieger sind aktuell. Ja, doch, 1-1-1-1er liegt da. Oh, proaktiv, auch interessant. Weil man jetzt natürlich sagt, okay, wenn du jetzt ein Land opferst, gehst du nicht mehr wirklich in Combo. Oder du gehst jetzt in Combo und dann mache ich was. Sehr interessant. Das ist jetzt halt. Ja. Entweder lässt man den jetzt resolven oder man beißt den in den sauren Apfel und opfert ein Land weg. Ja, und wenn man den resolven lässt, hat er halt unendlich viele. Ah, oh, die Steppe. So. Genau, man könnte jetzt auf die Steppe gehen. Ja. Trigger auf den Stack. Nee. Oh, man geht in den. Interesting. In den Marit-Lager auch. Auch. Okay, krass. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, wenn man jetzt in den Marit-Lager geht, verliert man noch 2 Länder und kann den immer noch versuchen zu beschützen, indem man. Ja. Macht aber. Und darauf wird dann nochmal geschossen. Nächster Blast. Jetzt ist die Frage, man kriegt einen Block weg. Als Top-Spieler hat man einen Blocker liegen. Ja, man hat jetzt sogar unendlich viele Blocker liegen. Unendlich nicht ganz, aber eine Menge. Ja, wirklich eine Menge. Jetzt ist auch der zusätzliche Landdrop nicht mehr schlimm, weil er jetzt noch praktisch diese Runde gemacht wurde. An der Stelle mal ganz kurz appreciaten, wie unglaublich cool die Matten aussehen. Stimmt, welche waren das nochmal? Das sind die diese Mythosse aus Ikoria. Die erzählen, wie unglaublich krass diese Bestien doch die Menschheit unterjocht haben. Und so weiter. Oh, ja. Super. Boah, Angriff. Da ist eine Menge Land im Friedhof. Ja, mit 2 Dicken. Wie gesagt, hier müssten eigentlich 2 Leben mehr los sein. Macht man so einen Dude, blockt man damit den, enttappt für 3 Mana die und transformiert den in einen weiteren 4-4er. Jo. Uff. Dann kann man hingehen und kann mit dem, man hätte den Goblin Welder noch daraufhin noch opfern können. Ja, man hätte, und hätte den Servo wieder gegen den Top da aus dem Friedhof tauschen können. Ja, da hätte man sich die Aktivierung gespart und ein Artefakt, was man deswegen opfert. Richtig. Jetzt hat man ein Artefakt zu viel geopfert. Nee, eine Aktivierung hättest du nicht gespart. Ja, stimmt, ja. Aber du hättest jetzt noch ein Ding auf dem Feld. Ein Lotus Petal. Krass. Diese Interaktion, das ist so übel mit dem Deck. Auf der anderen Seite ist natürlich die Power, die Raw Power von der anderen Seite halt echt mächtig. Das halt jetzt echt nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind immer noch 5 Artefakte. Ja, dann hätte man dann theoretisch sogar jetzt ein Artefakt mehr gehabt fürs Construct. Ja, und hätte dann theoretisch mehr Bolt Lethal gehabt. Ja, das war. So sad. Ja, aber hier wird sowieso geblockt. Ja, muss. Wird auch geschoben. Wird ja, sieht man auch. Das war so stark. Ja, geil, war nicht 2-0 Angst. Für One Red Top da gegen GW mit einem minimalen Black Splash. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Man merkt einfach, dass man nicht im Spiel.